Der Wochenrückblick, Freitagmittag. Ja, die Woche war, sagen wir mal hier, Kindergartenzeit gewesen. Wir haben wirklich von Montag bis heute mal nicht, heute, nein, heute hatten wir es nicht, aber bis Donnerstag hatten wir hier wirklich eine Horde von Kindern, die wir hier schon als Festpatienten haben, aber auch als Aufnahmepatienten hatten. Was zeigt das? Das zeigt natürlich zum einen, dass die Kinder immer nicht kränker werden, aber doch schon, was Haut, was Verdauung angeht, was Allergien angeht, hier doch immer mehr in den Vordergrund treten. Kinder sind einfach ein bisschen kränker geworden als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Ja, das kann durch äußere Umstände sein, aber das, was mich am meisten dann so ein bisschen traurig macht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es hier mein Job ist, ist die Tatsache, dass natürlich, wenn Eltern berichten, sie vorher natürlich schon bei ihren Kinderärzten waren, dass da so ein bisschen die Zeit fehlt und auch der Raum fehlt, so ein bisschen mehr in die Diagnostik reinzugehen. Das ist ja das, was ich mache. Ich fülle ja nur nichts anderes, als dass ich die Lücken biochemisch ausfülle in der Reihe der Diagnostik, um rauszukriegen, was los ist. Und wirklich so als Lückenfüller hier mit biochemischem, sagen wir mal, ein bisschen Background-Wissen, die Parameter raussuchen, um zu gucken, damit wir ein komplettes Bild kriegen. Und das ist etwas, was natürlich nicht nur bei den Kindern fehlt, sondern natürlich auch in der Erwachsenendiagnostik. Ich habe gesagt, viele, viele Kinder, und das ist natürlich jetzt keine einzelne Woche gewesen. Wir haben das immer mehr hier. Wir sind natürlich primär, sind wir hier, was das ganze Know-how angeht, was Ultraschall angeht und natürlich auch zwar auf Kinder, aber primär auf Erwachsene ausgelegt. Und das hat uns halt auch gezeigt, dass wir auch hier in der Praxis doch umdenken müssen. Und es wird mittel- und langfristig wird es Änderungen bei uns hier in der Praxis geben, was Kinder angeht, dass wir also auch wirklich eine, sagen wir mal, auch von den Räumlichkeiten, vom Ambiente her, uns doch dann wirklich mehr auf die Kinder auch, weil das Angebot oder die Nachfrage da ist, dann das Angebot auch wirklich ein bisschen mehr auf die Kinder dann fokussieren. Aber das ist so, was so geplant ist. Was gab es sonst noch? Ja, ich hatte Ihnen ja letzten Freitag gesagt, dass wir eine neue Softwareanbindung ins Labor haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kam mir wirklich vor wie ein Neandertaler mit dieser neuen Software. Wissen Sie, früher habe ich meine Überweisungsscheine fürs Labor, hatte ich das auf meinem Monitor, habe das alles mit der Hand eingetippt, was ich gerne hätte. Zack, Überweisungsschein in den Drucker, ausgedruckt, fertig. Heute habe ich so eine Maske, muss dann alles so einzeln anklicken, welche Parameter ich haben will. Ist einem alten Mann mir schwer gefallen, aber so ist es halt nun mal. Wir hatten dann auch noch die Woche noch direkt vom Labor eine Mitarbeiterin da, die dann geguckt hat, dass das alles funktioniert, dass die Vernetzung klappt, dass es auch mit den Etiketten, mit den Überweisungsscheinen da alles so weit hingehört. Und das hat es auch. Und ich denke mal, so spätestens, wenn ich in Rente gehe, habe ich mich auch an dieses neue Teil gewöhnt. Jetzt geht es in den wohlverdienten oder in das wohlverdiente Wochenende. Das Wetter ist ja nicht so absolut heil, also gut, dann kann man nicht viel draußen machen. Wird natürlich ein kleines bisschen mehr im Haus jetzt rumgewurschtelt, weil da, hat er ja gesagt, wir sind ja umgezogen, haben wir auch noch einiges zu tun. Nächste Woche ist wieder rammelvoll, wird wieder einiges Neues auf uns hier in der Praxis zukommen. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie vor allem gesund, wie immer. Und ja, bis dahin, Ihre Praxis Müller-Camus.